So, hallo und herzlich willkommen in der Lichtenthaler Allee, immer noch Baden-Baden, ne? Habe ich ja schon mal ein Video entsprechend gedreht. Und hier haben wir es jetzt nun zu tun mit der berühmten Trauerbuche, Trauerhängebuche, Fagus sylvatica pendula. Vielleicht Pendula schon mal gehört von der Birke. Die normale Birke, die wir haben, ist ja Betula pendula, die Hängebirke. Auch wegen eben der morphologischen Besonderheit, dass bei unseren meisten einheimischen Birken die Zweige auffallend runterhängen. Also die äußeren Zweige. Ja? Und das haben wir hier auch. Ist hier definitiv der Fall. Kann man auch schön sehen. Und deswegen hat man die eben quasi noch zusätzlich dazu, dass es eine normale Rotbuche ist, den Beinamen Pendula verpasst. Das ist eine Züchtung. Ja? Sowas kann durchaus natürlich vorkommen, auch im Wald kann es sein, dass sowas mal rumsteht, aber eigentlich ist das ein Gendefekt, der sich in der freien Natur nicht durchgesetzt hat, weil wenn das so wäre, wenn es sich durchgesetzt hätte, würden da ja nur Pendula-Buchen rumstehen. Tun sie aber nicht, die sind wirklich sehr, sehr selten. Was man aber natürlich machen kann, ist gärtnerisch hingehen und sich, wann immer man eben entsprechend ein Exemplar findet in der freien Wildbahn, das einem gefällt, davon eben die Samen einsammeln, beziehungsweise davon auch eben entsprechend einen Klon herstellen. Das ist bei Pflanzen ja nicht so schwierig. Und bekommt dann eben auf diesem Wege so ein Ding für den Garten zustande. Ne? Diese hier ist schon sehr, sehr, sehr alt, wie man auch daran sehen kann, dass sie bereits ein bisschen Unterstützung braucht, um nicht umzufallen. Wir machen gleich auch noch einen kleinen Rundumgang und Rundumblick. Und man muss sie auch weiß anmalen, damit sie Betula-Pendula-mäßiger aussieht. Nein, dazu kommen wir auch gleich. Bemerkenswert, insbesondere bei diesem Exemplar, ist, dass ursprünglich, ja, in den meisten Forstbüchern steht, Buche macht keinen Stockausschlag. Buche ist relativ mies darin, irgendwelche solchen Wachstumsdeformationen aufzuweisen. Das macht Buche nur super selten, das kann sie eigentlich fast nicht. Das kann man also in diversen Forstbüchern nachlesen. Tatsache ist, sie kann es offenbar irgendwie doch. Ne? Ist ja oft so in der Natur, dass die Pflanzen und Tiere, die wir so haben, ganz oft die Bücher, die über sie geschrieben werden, nicht lesen. Beziehungsweise Biologie, die Wissenschaft von der Ausnahme. Ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Trotzdem muss man allerdings auch sagen, ganz doof sind diejenigen, die die Bücher geschrieben haben, auch nicht. Sowas ist natürlich extrem selten, wird auch extrem selten bleiben. Und ist hier wirklich natürlich auch züchterisch so gewollt, dass das so entstanden ist. Inwiefern man wirklich herbeiführen hat können, dass ein Ast so wächst wie der untere hier vor allen Dingen, ja, das wird man wahrscheinlich nicht wirklich künstlich herbeigeführt haben. Wüsste nicht, wie das gehen soll, da müsste schon jemand der große Garten-Großmeister sein. Aber es hat funktioniert, ja. Entsprechend muss man jetzt mit Stützmaterial nachhelfen, weil das Ganze natürlich sehr instabil ist. Niemals wäre das auch in einem Wald konkurrenzkräftig gewesen. Das heißt, würde die irgendwo im Wald stehen, wäre die schon längst von den anderen Buchen übernommen worden, weil die einen nicht nur krüppelig aussieht, sondern streng genommen tatsächlich auch eben entsprechend einer ist. Aber hier jetzt unter eben optimalen Wachstumsbedingungen, sprich im Freistand, ohne dass irgendwelche Konkurrenz da ist, inklusive eben Hilfen durch Stützen und weiße Farbe, ist der Baum sehr alt geworden. Wie alt genau die ist, kann man bestimmt irgendwo nachlesen. Ich blende es euch dann unten ein. Hat sie es im Vorfeld nicht recherchiert. Aber ich möchte meine Schätzung abgeben, damit wir so grob wissen, was ich gesagt habe. Ich tippe auf 150. Wobei ist ein Solitär 120, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Damit wir irgendwie eine Hausordnung haben, was ich so schätze. Und dann sehen wir ja, wie sehr ich daneben geschätzt habe, wenn ich dann nachgelesen habe. Ja? So, bleibt noch das Rätsel der weißen Farbe da hinten. Was hat es damit auf sich? Die befindet sich auch ganz oben drauf. Ist auch noch mal welche am obersten Ast angebracht. Buche, wie wir gerade leider schmerzhaft dieses Jahr erfahren mussten und auch letztes Jahr, neigt zu Sonnenbrand, wenn ihr Kronendach nicht ausreichend geschlossen ist.
Und gerade wenn es sehr trocken wird und sie trockenheitsbedingt zusätzlich Laub abwerfen muss, beziehungsweise frühzeitig Laub abwerfen muss, dann ist ihr Kronendach ja nicht mehr geschlossen. Und dann kriegt sie schnell Sonnenbrand, weil ja die Buche eine der Baumarten ist, die eben diese sehr glatte, sehr unraue, empfindliche Rinde aufweisen, die auch langfristig am Baum bleibt. Die meisten Baumarten machen das rindentechnisch ja so, dass sie Schuppen nach außen abgeben, immer weiter, von innen immer wieder neue Schuppen nachschuppen lassen und dann die äußersten Schuppen brechen irgendwann weg, dann kommen von innen neue nach und so regeneriert sich die Rinde als totes Material durchgehend. Ja? Mit anderem toten Material, was immer nach außen weiterhin abgegeben wird. So ein bisschen wie Schuppen, Zehennägel, so ein Material, ja? Sowas in der Richtung. Einfach ein nicht weiter durchblutetes, aber zum Schutz angelegtes Material, das auch wichtig ist, selbstverständlich, und dann nicht weiter Mühe macht. Die Buche macht das anders. Sie ist ein Periderm-Baum. Sie hat in dem Sinn keine Borke, sondern eine Rinde. Und das Material auch ganz außen ist alles lebendes Material, also nichts Totes. Und als lebendes Material, wie alles lebende Material, ist es empfindlich gegen UV-Strahlung. UV-Strahlung killt alles, es kommt nur auf die Dosis an. Und an die Anpassung der jeweiligen Lebewesen, aber früher oder später wird von UV-Strahlung alles gekillt und das gilt eben auch für die Rinde von Buchen und deswegen gerade eben hier bei diesem jetzt inzwischen doch recht licht gewordenen Exemplar, allein schon wegen der Dimensionen kann da natürlich nicht überall Schatten hingeworfen werden, ist es notwendig, die wahnsinnig lichtexponierten, jetzt auch im Winter schön leuchtenden weißen Äste, gerade weil sie ja so schön leuchten, kriegen sie ja viel Sonne ab, tatsächlich weiß anzumalen, einfach als Reflektor für das Sonnenlicht vor der UV-Strahlung. Mit weiß anmalen ist der Buche also sehr geholfen und sie kriegt an der Stelle dann keinen weiteren Sonnenbrand. Ich weiß nicht, ob man das präventiv gemacht hat mit dem Weiß anstreichen oder erst rückwirkend, nachdem der Sonnenbrand schon da war, dann so quasi als Methode, um den Sonnenbrand wieder rückgängig zu machen, beziehungsweise Sonnencreme sozusagen drauf zu schmieren, hinterher, nachdem schon fast zu spät ist. Aber da die Rinde dann noch relativ unversiert ist und ich keine größeren Schädigungen sehen kann, insbesondere an den weißen Exemplaren, Zweitrieben, Ästen, Stämmen, wie man das nennen möchte, scheint das gut funktioniert zu haben. Diese super langen Ausläufer, ja, horizontaler Art und Weise, das ist wirklich was ganz Spezielles und das macht Buche nicht. Ja. Das sieht man oft bei Thujen zum Beispiel. Thuja plicata macht das relativ häufig. Generell auch die anderen Scheinzypressen, die machen sowas relativ gerne. Eine Eibe kann das. Das hat man auch schon bei Hainbuche oft gesehen. Hainbuche ist da auch sehr, sehr gut drin. Aber Hainbuche und Buche sind ja gar nicht großartig verwandt. Ja? Hainbuche gehört zu den Birkengewächsen, so wie die Buche, wenn man sie weiß anmalt, haha. Und die Buche gehört zu den Buchengewächsen. Also der Verwandtschaftsgrad ist relativ gering. Sind natürlich schon beides Angiosperme, also Laubbäume, aber ja, also sonderlich nah miteinander zu tun haben die nichts. Und deswegen ist das noch bemerkenswerter, dass eine Buche eben diesen Sekundärbewurzelungstrieb auch hat. So, wenn wir da hinten uns zum Beispiel mal da noch ein bisschen angucken, da teilweise sieht es wirklich so aus, als würden da noch zusätzliche Äste irgendwo in den Boden reinwachsen und an einer anderen Stelle wieder rauswachsen. Ich denke, ihr seht das, was ich meine. Und das ist eigentlich, das kann die Buche nicht. Offiziell, ne? Also Sekundärbewurzelung nennt man auch Adventivbewurzelung. Das also wahrscheinlich, anders ist das nicht zu erklären, weil sonst wären die Abstände wirklich zu lang über die Assimilate und vor allen Dingen dann bodennah auch noch transportiert werden müssten. Das kann eigentlich nur so zu erklären sein, dass sie wirklich noch zusätzliche Wurzeln an den entsprechenden Stellen gebildet hat. Und da, wo die Äste aus dem Boden rauskommen, weil es sind ja trotzdem immer noch Äste und nicht der Hauptstamm. Der Hauptstamm ist tatsächlich das hier, ne? Das Ding. Da kann man eigentlich auch nur davon ausgehen, dass das eine Wurzel ist, aus der nochmal ein zusätzlicher Stamm per Stockaufschlag jetzt sozusagen hervorgekommen ist. Ich war schon mal überrascht, als ich festgestellt habe, dass die Buche sowas kann, obwohl sie es eigentlich nicht können dürfte. Das war in der Lüneburger Heide, als ich Flächen gesehen habe, wo man Stockausschlag-Hutewälder mit Buche betrieben hat. Ja?
Gute Wälder mit Buche ist nichts Besonderes. Das gab es schon immer, weil die Bucheckern sind nahrhaft fürs Schwein vor allen Dingen. Das heißt, unter so eine Buche, gerade unter so eine, kann man wunderbar seine Schweine drunter treiben. Dann finden die da jede Menge Bucheckern, können sie schön satt fressen. Nicht so gut wie Eicheln, aber wenn man halt nur Bucheckern hat, dann nimmt man selbstverständlich auch Bucheckern anstatt von Eicheln. Ja, und eigentlich ist die Buche gerade eben wegen ihrer fehlenden Stockausschlagfähigkeit dafür die schlechtere Baumart. Die Eiche wäre da erheblich besser geeignet, aber manchmal scheint es auch mit der Buche zu klappen. Und solche Bilder wie dieses hier und solche Exemplare sind immer mal wieder so ein Moment, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss, dass das, was in den Büchern steht, zwar durchaus in den allermeisten Fällen zutrifft, aber halt doch nicht immer und dann ein bisschen seinen Wissensstand durchaus ein bisschen überarbeiten kann. So, das wär's zu dem Baum und tschüss.